wie geil. Mach auf. Moment mal, hier gibt nur einer die Befehle und das bin ich. Du zerstörst mein Glück nicht. Wer denn dann? Wir haben einen Gast, Anna, und da wir dabei sind, es ist mein Gast. Ich wage mich hier mit der Waage rein, wenn Sie mir den Platz erlauben. Heute die Geschichte vom Hasenjäger und vom Überfluten. Darf ich mal fragen, was das soll? Ich esse hier alles weg, damit mein Klient nichts mehr zu essen bekommt. Viel Schmalz und wenig Nudeln. Diät bei Ross. Das Teil gestohlen, Clarissa. Gib es zu und wach auf. Ich weiß genau, du hast es. Das sagt man mir häufig nach. Ich hätte das gewisse Etwas. Du hast es unter deinem Kopfkissen versteckt. Unsinn. Clarissa, ich habe das gewonnen und ich will nächste Woche dahin, ne? Du brauchst es nicht. Du bist schön genug, Clarissa. Das hast du aber sehr schön gesagt, lieber Schwager. Ich habe den Gutschein ja nur vor Opa versteckt. Du kennst ihn ja. Wenn er was umsonst kriegen kann, dann geht er sogar auf eine Beauty-Farm. Clarissa, ich bin's. Dein Hase. Soll ich ihn da gleich reintun oder besser morgen? Alter Rost. Was ist denn hier los? Wir haben Hasen geschossen. So, gute Nacht. Gute Nacht, altes Haus. Was machst du denn so spät hier unten in der Küche? Der Hase war so laut. Was ist denn mit deiner Diät? Wild ist nicht so wild. Du warst am Eisschrank. Gute Nacht. Kommen Sie raus, Förster. Förster! Herr Oberförster, ich rieche, dass Sie da sind. Memme. Selber Memme. Wie bitte? Ich sage nur Eisschrank. Kein Wort über den Eisschrank. Ein Mann, ein Eis. Ein Eis, ein Schrank. Kein Schrank, ein Mann. Ein Mann, kein Eis. Ein Eis, kein Wort. Ein Mann, ein Wort. Genau. Charakter braucht keine Diät. Ein starker Mann braucht starke Knochen. Das Dicke überlebt im Walde nicht. Ich muss nicht im Wald rumrennen. Mein alter Konrad Lorenz sagt, der Mensch hat sich aufgerichtet und wurde fortan zum Hausschwein, instinktlos und versoffen. Verfressen. Lecker. Oh, jetzt machen Sie sich doch hier nicht so fett. Was ist denn hier Fett? Das ist kein Fett. Das sind Knochen und Wasser. Der Rest ist kalt. Das Wasser ist in 3 Tagen weg. Nie. 5 Kilo in 3 Tagen, wetten? 5 Kilo? Locker. Um was geht's? Dumme Frage. Wenn Sie gewinnen, komme ich nie wieder. Wenn ich gewinne, kriege ich Clarissa. Okay, Robert, spielt man nicht. Wie wär's mit einer Woche übernachten? Wo? Hier im Bahnhof eine Woche. Also gut. Nächste Woche. Clarissa nimmt sie sowieso nicht. Die steht auf Männer. Die Wette gilt. Ein Mann, ein... Nicht schon wieder. Lass mich doch mal gucken. Nee, Opa Rost. Stell dich doch nicht so an. Also gut. Aber nicht anfassen.
Sieht toll aus, was? Boah, ich sterbe. Ja, wenn Sie davon essen. Oh, Kind, du darfst den Ärzten doch nicht alles glauben. Drei Ärzte, vier Lügen. Der Hahn ist fertig. Ja, was kriege ich? Wasser und Brot habe ich mir erlaubt, nebenan zu servieren. Oh. Keine Sorge, das Brot ist den Kindern weg. Ich bin stolz auf Sie, Opa Rost. Wie Sie das durchhalten. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Das ist doch was ganz anderes, nicht wahr, Walter? Jawohl. Ich weiß, ob es hier mit morgen gefallen ist. Denn wir sind heute das letzte Mal zu sehen. Na, Schwiegervater, guckst du wieder heiße Häschen bei RTL? Ja. Du solltest mal dein Gesicht sehen, du Ferkel. Schmeckt ein Hasenmann eigentlich anders als wie eine Hasenfrau? Strenger. Es kommt drauf an, wo du reinbeißt. Ich muss doch wohl bitten. Entschuldigung. Aber darf ich das Stück Opa bringen? Nein, der ist zu dick. Mama, werde ich später auch mal so dick? Nein, mein Kind, du kommst nach mir. Wenn du immer schön Vollkornmüsli isst, dann bleibst du so dünn wie ich. Die Sünden der Jugend büßt man im Alter. Wer nie gesündigt hat, altert schneller. Guter Hahn wird selten fett. Warum nicht, Mama? Der muss ganz viel arbeiten. Etwas, was deine Mutter auch nicht kennt. Ich darf daran erinnern, dass Gicht eine Wohlstandskrankheit ist. Erstens ist meine Gicht Rheuma und zweitens kommt das nicht vom Wohlstand, sondern vom Führerstand. Er meint die Zugluft auf dem Zug. Das hat nichts mit der Zugluft zu tun, sondern mit Selbstbeherrschung. Also, ich finde, Opa beherrscht sich doch schon zwei Tage ganz großartig. Aber seine Diät wird den dritten Tag nicht erleben, darauf könnte ich wetten. Also, was Vater sich in den Kopf gesetzt hat, ne? Das schafft er auch. Also gut. Ich mache dir drei Tage dein Unkraut im Keller, wenn Opa mindestens ein Pfund abgenommen hat. Was muss ich machen, wenn du gewinnst? Du weißt schon. Nö. Nee. Das gewisse Etwas. Nee, das gebe ich nicht her. Das verstehe ich. Ich traue es Opa ja auch gar nicht zu, der ist ja viel zu labil. Okay, okay. Die Wette gilt. Wenn Papa nichts abnimmt, dann kriegst du den Gutschein. Papa, ey, du, das kannst du doch nicht machen. Wieso nicht? Ja, deine Diät? Das ist meine Diät. Fleischwurst? Ja, reines Eiweiß. Eiweiß darf ich tonnenweise essen. Aber ohne Zucker. Weil die Kombination von Eiweiß und Zucker macht Fett. Siehst du hier irgendwo Zucker? Nee. Ja. Und was ist das hier? Kartoffelpüree. Das sind ja Kohlenhydrate. Oh, Junge. Guck mal, das ist wie eine Liebe. Wie meinst du das, Papa? Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an. Auf was denn für einen Zeitpunkt? Martin. Ja. Wenn sie kommt und du nicht kommst, dann kann er zu nichts kommen. Oh. Zwischen Zucker und Eiweiß müssen drei Stunden liegen. Das ist alles nur eine Frage von Damenlänge und Fahrplan. Wenn der eine Zug oben reinkommt, muss der andere schon unten raus sein. Ja, ich glaube, ich ahne, was du meinst. Trennkost heißt das Zauberwort. Und um Mitternacht gibt's Schmalznudeln. Viel Schmalz und wenig Nudeln. Hallo, schönes Reh! Frau Gräfin, was Rot-Grünes für Sie? Na, Oh, Verzeihung, gnädige Frau, ich wollte Frau Gräfin sprechen. In welcher Angelegenheit? Ich wage mich hier mit der Waage rein. Wenn Sie mir den Scherz erlauben. Den erlaube ich Ihnen, wenn Sie ihn mir erklären. Ich dachte, ich meinte... Ich wollte... Sag ihm doch, du Blödmann, wer ich bin. Ja, dies ist eine sprechende Waage. Und was spricht die so? Die sagt dann immer aufs Gramm genau, wie viel man zu viel wiegt. Meinen Sie etwa die... Die Frau Gräfin hätte Probleme mit ihrer Figur? Nein, nein, gnädige Frau, es ist für ein Rost. Fett kommt selten allein. Wieso kommst du eigentlich immer mitten in der Nacht, Förster? Was ist es denn heute? Falscher Hase? Wir müssen den Nullpunkt festlegen. Den was? Nur im Vergleich zwischen dem, was war und dem, was kommt.
finden wir die Wahrheit. Bitte sehr. Ah, du Scheiße. Ist das gut fürs Gehirn, Onkel Martin? Nee, das machst nur dick, du. Ja, aber wenn du wieder aufstehst, dann läuft alles in die Füße und oben bist du wieder ganz dünn, ne? Ja, das läuft nicht, das stopft irgendwie. Du stopfst mit dem Kopf? Na, ich rede doch von deiner Schokolade. Da geht noch viel bei mir rein. Ich bin noch nicht Opa. Ja, Opa ist irgendwie an die Grenzen seines eigenen Universums gestoßen, irgendwo. Noch ein Gramm mehr und er knallt quasi in eine neue Dimension. Geil! Ja, das weiß ich nicht. Also ich finde, wir sollten aufpassen, dass er besser aufpasst. Opa hat mir mal erzählt, der Vorteil am Alter ist, dass man als Mann nicht mehr aufpassen muss. So? Ach du, übrigens, ich habe einen Weltwatcher engagiert. Was ist das denn? Das ist ein Gewichtsgucker. Was ist? Weißt du, es gibt Leute, die sind unheimlich dünn geworden, weil sie immer nur Gewichte angucken. Die anderen schlafen doch alle noch. Sie machen das nebenberuflich? Ja, aber es fühlt mich voll aus. Ja, also der Beruf eines Weltwatchers ist ja sicher irgendwie nicht leicht, ne? Ja, eine gewisse Prostitutionismus geht's nicht. Ja. Ach so, Sie machen das ehrenamtlich? Ja, nicht ganz. Von irgendwas muss unser Ehren ja auch leben, ne? Ja. Sind Sie denn sicher, dass Sie meinen Vater vom Essen abhalten können? Sehen Sie hier in dem Raum noch irgendwas Essbares? Ja. Natürlich weiß man, die Nestin das Letzte, ne? Nein, also. Oh, ist privat. Ich steht schon noch und hab ein Vertrauen. Ja, aber es ist ja nichts mehr. Umdrehen. Ausspucken. Raus mit dem Gebiss. Beim über Mundraub. Vortäuschender Gewahrsam. Kommen Sie. Jeden Morgen dasselbe. Martin pennt und ich darf decken. Besser als andersrum. Sofort auf dein Zimmer. Hallo, ihr Elfen. Ich kann ja reden. Finger weg, Fettsack. Hierher! Drehen Sie sich nicht von der Stelle, sonst müsste ich Ihnen zu nahe treten. Guten Morgen. Darf ich mal fragen, was das soll? Ich esse hier alles weg, damit mein Klient nichts mehr zu essen bekommt. Aber das war mein Schinkentoast. Bist du gefangen, bist du hungert. Reim dich, aber ich frag dich. Verfallung. Ich werde Ihnen einige wissenschaftliche Ausführungen nahebringen, um Ihnen den tieferen Sinn meines Tuns zu entschlüsseln. Ja, wohl das Mindeste, was man verlangen kann. Speck und Menschlichkeit. Der Versuch der Findung eines Bedingungsgefüges. Oder wie man für Schwachbinder ein Fett abkriegt. Oder warum der Homo sapiens zur Fettsucht neigt. Das ist ja sehr interessant. Die Seele frisst aus drei Gründen. Ach was. Sie frisst, weil sie sich gegen Angriffe polstert. Sie frisst, weil sie sich mickrig fühlt. Und sie frisst, weil sie sich langweilt. Meine Seele frisst, weil ich Hunger habe. Und ich speise aus Appetit und nicht aus Hunger oder aus sonst was. Ein Mau. Aber hier steht das so. Also gut, dann erkläre ich Ihnen jetzt das Flooding. Mit Vanillesoße? Nee, mit F. Flooding. Wie der Name Flooding schon sagt, wird hierbei überflutet. Wo? Einen Augenblick. Auf Sie dringt eine Flut von Essen ein. Das ist ja wunderbar. Nee, echt nur so als ob. Ach, Scheiße. Und je mehr sie auf sie eindringt,
Umso mehr wehren Sie sich. Sie sind doch nicht befeuert. Einen Augenblick. Ich werde Sie jetzt mal überfluten. Ja? Das ist ein Reiz von mittlerer Stärke. Mama, was meint der Mann? Das ist der Spazi. Achtung. Und jetzt flutte ich. Ausspucken. Sofort ausspucken! Guck doch mal, Sie sollten sich doch dagegen wehren. Meine Rede, er ist labil. Tut mir leid, der Flug war zu stark. Na gut. Doch er wird den Reiz erhöhen. Das ist ein Reiz von größerer Stärke. Und Sie stemmen sich mit aller Kraft dagegen. Ich bin durchaus bereit. Sind Sie diese Woche hier? Komm. Nun, da denken Sie mal jetzt an was ganz, ganz Ekliges. Könnten Sie jetzt noch in diese Wurst beißen? Nein. Na bitte? Aber Katz! Du Waage, was macht denn eigentlich dein Vater? Beamtenarsch, ist beim TÜV und wiegt Lastwagen. Wie findest du denn mein Opa? Ein bisschen schwer. Ja, der Gewichtegucker war ja ein Flop. Glaub nicht, dass mein Opa die Wette gewinnt. Ich auch nicht. Kannst du nicht einfach ein paar Kilo zukneifen? Mit uns Digitalen geht das nicht. Schade. Die dicken Fetten, die treten dich platt und glauben dir nicht, was du sagst. Ist vielleicht ein doofes Leben, was du hast. Hast du eine Ahnung? Wenn du mal groß bist, wirst du es verstehen. Wieso? Ich kann bei jeder unten reingucken. Dann bleibe ich auch klein. Kann ich bei dir mal drauf? Weil du's bist. Oh, 98 Kilo. Mach doch nichts, ich bin doch noch klein. Die wievielte war das? Das war die zweite. Hey, das reicht ja. Wir sind ja nicht aussehen wie Jane Fonda. Aber morgen müssen 5 Kilo runter sein. Kind, ich bin doch nur noch Haut und Knochen. Lass uns mal vorwiegen, Opa Rost. Ab morgen gibt es keinen Hasen mehr. Wie? Ja, der Förster verliert doch die Wette. So. Raus mit dir. Triumph braucht kein Publikum. Ach du Scheiße, das kann doch nicht sein. Zieh doch die Klamotten aus, das macht 8 Kilo. Immer noch zu viel. Die Waage ist kaputt. Das ist mal echt eine originelle Ausrede. Die habe ich erst 4897 Mal gehört. Schwiegervater, wie viel Kilo hast du denn schon abgenommen? Wenn ich mir die Nägel abschneide, habe ich 5 Kilo zu. Wie konnte das denn passieren, Papa? Dass meine Knochen im Alter noch so zunehmen, da kann kein Mensch wissen. Junge, wir müssen jetzt zusammenhalten. Ja, aber wie denn, Papa? Ich habe lange nachgedacht, es gibt nur eine Lösung. Aller guten Dinge sind drei. Jetzt quatsch nicht rum, du bist ich. Wie? Ja, du wolltest ja immer so sein wie ich. Ja, klar, Papa. Siehst du? Jetzt bist du, mein Junge. Ja, aber... Wie denn? Morgen gehst du für mich auf die Waage. Und jetzt, mein Martin, musst du ganz tapfer sein. Und im Wald die Rehlein falten, still die Zählein arm. Wo ist mein Monster? Da. Hm? So, und jetzt schlaf. Und träum was Schönes. Und locker, Schwester, hm? Darauf kannst du einen lassen. Was hast du gesagt? Musst nicht mit mir schimpfen, der hat gesprochen. Ich bin lieb. Du verwanzte Sackratte, mach mal halblang, sonst spuck ich dir in Auge flach. Anna. Wieso? Ich hab doch nur mit ihm gesprochen. Du bist doch lieb, oder? Mhm. Dann träume ich auch von dir. Oh, das ist schön. Wenn du dich langsam ausziehst und deine kleinen Möpse zeigst und das Mondlicht auf deinen geilen Arsch... Keiner! Ist das jetzt du oder das Monster?
Sag ich nicht nach. Und was ist, wenn die jetzt nicht mehr nachwachsen? Dann siehst du für den Rest deines Lebens so aus wie ich. Ist auch nicht schlecht, oder? Das stimmt auch irgendwo. Und mit dem Bart? Da bist du perfekt. Geh mal ein bisschen. Mann, seh ich gut aus. Genau so zeigst du morgen früh dem Förster, was eine Hake ist. Aha, der Hasenjäger. Das ist eine Hake. Oh. Guten Morgen, Herr Bahnhofsvorstand. Haben Sie gut abgenommen? Man tut, was man kann. Und man kann einiges. Heran an den Speck. Die Waage ist frei. Nummer Ruf. Opa Rost. Memme. In deinem Alter. Dass du dich nicht schämst. Und wenn ich von Vollkornmüsli auf Vollkornmüsli Light umsteige? Du, mach ab morgen Diät, Schluss. Das muss ich mal vorstellen. Mein eigener Sohn wiegt 1 Kilo mehr als ich. Hast du eigentlich keinen Respekt mehr vom Alter? Doch, Papa. Und vielen Dank nochmal, lieber Schwager, für den zauberhaften Gutschein. Ciao, Jürgen. Schöne Woche, Clarissa, ne? Wo geht die denn hin? Die fährt auf eine Farm. Lässt sich schöner machen. Werden da Enthauptungen vorgenommen? Ja, hier steht der Sieger. Sie wissen ja, wo Clarissas Zimmer ist. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Weißt du was, Martin? Nee, Papa. Man muss dem Magen was anbieten. Ja, das sag ich ja auch immer. Komm, lass uns was futtern. Nur über meine Leiche. Du, das kannst aber haben, du, ey, du. Folge sehen Sie die Geschichte von Maulwurf und von Opas Zigarren. Au! 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 War das eine Schlange? War das eine wütende Ratte? Nein, nein, meine Damen, ein kleiner Maulwurf. Das reicht, Herr Rost. Ein normaler Maulwurfwurf zählt 4 bis 6 Maulwurfbabys. Psychologie, die Abgründe seiner Seele. Eine Zigarre. Nur eine ganz kleine Zigarre. Zurück. Ach du Kacke. Oh Gott, was ist mit Opa Ross passiert? Wahrscheinlich ist ihm die Lunge geplatzt. Richtig? Professor Dr. Dr. H.C. Krühlhofer befreit Sie sofort und für immer. Die geplagten Seelen, fürchtet euch nicht. Psychokacke. Und ich erlöse euch von allen irdischen Zwecken.